Mein Name ist Cornelia Gallegari, ich bin Seelsorgerin hier unten in Oberegg. Als ich heute Morgen durchs Dorf gegangen bin und mir anschauen, wie die Schwingfestarena aussieht, da sind in mir Bilder aufgestiegen vom Fernsehen, vom eidgenössischen Schwingfest, vom Schwegalp schwingen. Und ich habe Männer vor mir gesehen, voll von Schweiß und Sägemehl, die einander an die Hose gehen, um herauszufinden, wer denn der Stärkste von ihnen ist. Auch schon in der Bibel findet man ganz viele so Geschichten von starken Männern, von Kriegern, von Helden. Vielleicht haben Sie den Namen Simson schon mal gehört oder Samson, wie man immer sagt. Er ist immer unter dem Segen Gottes gestanden und war unbesiegbar, solange er sich sein Haar nicht geschnitten hat. Seine grosse Schwäche aber war eben das weibliche Geschlecht. Er hat einmal, um einer Frau zu helfen, einen Leu mit bloßen Händen getötet. Und dann hat er sich in Delilah verliebt, in eine Philisterin, die dann von ihren Landsleuten angegangen ist, sie solle doch herausfinden, wie denn der Samson zu seiner Unbezwingbarkeit gekommen ist und was ihn da könnte zu Fall bringen. Sie hat es herausgefunden, er durfte in ihrem Schoss einschlafen und sie hat ihm dann, als er geschlafen hat, geschwind seine Haare abgeschnitten. Daraufhin konnten sie ihn überwältigen und einsperren. In der Gefangenschaft ist dann Gott sei Dank sein Haar wieder nachgewachsen. Und als er dann von versammelter Prominenz der Philister vorgeführt worden ist, hat er sich an eine Säule umarmt und hat so fest daran gerüttelt, dass sie zusammengebrochen ist und mit ihr die ganze Halle. Und so hat Simson mit sich selber die ganze Führung der Philister mit in den Tod gerissen. Eine brutale Geschichte. Im Neuen Testament begegnet mir ebenfalls einer ungeheuren Kraft. Und zwar ist es die Kraft von Jesus Christus. Und diese Kraft ist es, die auch wir heute noch jeden Tag anzapfen können. Die uns hilft, den Alltag zu bewältigen. Die uns hilft, Situationen zu überstehen, die andere daran zerbrechen. Bei ihm sind wir mit allem bestens aufgehoben. Er gibt uns die Power fürs Leben. Nehmt mir die Kraft in Anspruch und packt mir es an. Und ich wünsche jetzt Oberegg, allen Besucherinnen und Besuchern, allen Schwingern, ganz ein gelungenes Schwingfest und dass hier am Sonntagabend, hier unten in der Arena, der stärkste Appenzeller zum Schwingerkönig gekrönt wird. Auf Wiedersehen.